Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, als Kinder haben wir uns immer Raumschiffe vorgestellt. Und ja, in Zeiten, wo wir schon darüber nachdenken, was passiert, wenn der Sprit ausgeht, ist es einmal gut, auch alternative Fahrzeuge zu testen. Hyundai hat uns jetzt den ersten Hybrid hier vorgestellt, den Hyundai Ioniq. Wir haben ihn hier in der Style-Ausführung. Es gibt ihn auch wahrscheinlich in drei Varianten. Also es wird rauskommen der normale Hybrid, den wir hier testen. Dann die eine Plug-in-Variante und einen komplett elektrischen Wagen. Da ist halt wirklich die Sache, was einem am meisten gefällt. So für den Anfang ist der normale Hybrid eigentlich eine sehr gute Alternative. Wie wir ihn da haben nochmal, ist es die Style-Ausführung mit allem drum und dran, was man sich vorstellen kann. Das Einzige, was wir nicht haben, ist das Glasschiebedach. Aber sonst ist, wie gesagt, alles an Bord. Und für einen Hybrid hat er auch einen sehr, sehr großen Kofferraum und den schauen wir uns am besten jetzt an. Ja, die Designphilosophie vom Heck ist eigentlich eher etwas höher gemacht, dass einfach die Stabilität von der Luft einfach ein bisschen besser ist. Er soll ja sehr aerodynamisch wirken, damit der Verbrauch einfach ein bisschen minimiert wird. Ja, durch diese zweigeteilte Heckscheibe mag man meinen, dass das Auto eigentlich sehr unübersichtlich ist. Muss ich aber ehrlich sagen, im normalen Fahrbetrieb, wenn man nach hinten schaut, fällt es gar nicht so auf. Er hat trotzdem eine gute Rücksicht. Beim Einparken ist es nachher schon ein bisschen kritisch. Also da ist es wirklich gut, dass man eine Rückfahrkamera hat. Und man muss wirklich sagen, er hat eine sehr lange Heckklappe. Aber für das, dass es ein Hybrid ist und trotzdem die ganzen Batterien auch im Auto hat, haben wir, wenn man die Rückbank umklappt, über 1000 Liter Kofferraumvolumen. Und das ist wirklich nicht schlecht. Also beim Prius kann ich es ja nicht umklappen. Und das ist eigentlich wirklich ein tolles Feature, dass ich sage, ich habe ein Hybrid und kann trotzdem sehr viel mitnehmen. Ja, man muss sagen, man fühlt sich eigentlich gar nicht so wie in einem Hybrid, wenn man mit dem Auto fährt, weil es wirkt eigentlich alles wie bei einem ganz normalen Auto halt. Ja. Wir haben zwar diese schöne Anzeige, entweder hier im kleinen Display im Tacho oder auf dem großen Display, wo man den Energiefluss anschauen kann. So wie jetzt, dann fahren wir im kompletten Elektromodus. Das heißt, der Wagen bezieht eigentlich den Strom rein aus der Batterie und gibt den auch wieder weiter an die Räder. Oder wenn ich mehr Gas gebe, schaltet er automatisch dann halt den Benzinmotor dazu und er teilt sich die Kraft entweder mit dem Elektromotor oder geht voll auf Schub rein vom Benzinmotor. Ausstattungsmäßig ist eben, wie erwähnt, haben wir eigentlich alles drin, was man sich wünschen kann. Wir haben ein 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe, was der sehr große Unterschied zum Prius ist, weil der Prius hat ja eigentlich kein wirkliches Ganggetriebe im Endeffekt, weil der hat ja einfach seinen einen Gang, wo er weiter dreht, die Drehzahl. Und wir haben hier wirklich ein Getriebe, was ganz normal schaltet wie beim Benzinmotor, was eigentlich beim Fahren sehr, sehr angenehm ist. Ja. Vor allem, weil man nicht immer diesen konstanten Ton vom Motor hat. Ja, also was mich sehr, sehr wundert, dass dieser Touchscreen hier wirklich sehr, sehr gut arbeitet. Also ich muss nur anstoßen, er reagiert blitzschnell. Das Navi ist sehr gut abzulesen und sehr leicht bedienbar. Und wie gesagt, wir haben hier natürlich Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Apple CarPlay oder Mirrorlink. Also wir haben wirklich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Man kann mit dem Auto sicher gut reisen und der Verbrauch ist auch nicht gerade schlecht. Also ich bin sicher jetzt nicht gerade der beste Hybridfahrer, weil wie gesagt, das muss man lernen. Aber trotz sportlicher Fahrweise fahre ich das Auto eigentlich so, wenn ich jetzt nachschaue, auf 5,9 Liter. Das ist meiner Meinung nach nicht schlecht für eigentlich einen normalen Benzinmotor jetzt. Die Anzeigen sind sehr übersichtlicher drin. Wir haben auf der linken Seite hier so die Anzeige, wo er mir zeigt, ob er jetzt gerade auf Eco-Fahrt oder im Power-Modus ist. Beziehungsweise wenn ich vom Gas runtergehe und bremse, steht dann halt Charge, weil mit dem laden wir ja die Batterie auf, weil wir haben hier den normalen Hybrid und nicht die Plug-in-Variante, den ich anstecken kann zum Aufladen. Also den lade ich rein durch Bremsen auf. Ja, es ist alles sehr übersichtlich und die Qualität im Innenraum ist wirklich hervorragend. Also für ein Auto, was 30.000 Euro kostet, ist es wirklich erstaunlich. Da wackelt nichts, es klappert nichts, es ist sehr ruhig, das Auto. Das Einzige, was man halt wirklich merkt, er ist halt wirklich zum Cruisen gedacht. Ja. Also sportlich fahren, das mag ich überhaupt nicht, für das habe ich auch viel zu wenig Seiten halt. Aber so ganz normal zum Herumfahren, Streckenfahren oder Stadtfahren ist das Auto wirklich optimal. Ja, für schlappe 31.000 Euro muss ich sagen, schockt mich der Preis eigentlich nicht wirklich. Immerhin haben wir doch einen Hybrid und das ist eben auch der erste Hybrid von Hyundai.
Und bei der Ausstattung, wie wir ihn hier haben, angefangen von Sitzheizung vorne und hinten, Sitzkühlung haben wir auch noch dabei, eine sehr gute Verarbeitung, was man wirklich, also was wirklich erwähnenswert ist. Natürlich ist das Design ein bisschen eine Geschmackssache, wie bei jedem Auto. Und was wirklich interessant ist, dass die Frontscheinwerfer vom Hybrid etwas anders sind als von dem Elektromodell. Wir haben ihn hier mit diesen 17 Zoll Alufelgen, die was meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut ausschauen, passen auch zu dem ganzen Auto dazu. Motortechnisch haben wir einen 1,6 Liter Benzinmotor dabei und einen 44 PS starken Elektromotor. Das ganze System kommt somit auf eine Gesamtleistung von 144 PS, wo ich sagen muss, bei einem Gesamtgewicht von 1330 Kilo ist das eigentlich in Ordnung und der Wagen marschiert auch ganz schön vorwärts. Ja, Verbrauch ist von der Werksangabe her angegeben mit 3,4 Liter. Ich muss sagen, Hybridfahren muss man eindeutig lernen. Ich bin jetzt zum ersten Mal einen Hybrid gefahren und komme auf 5,7 Liter. Und ich glaube einfach, wenn man das Auto mal länger fährt und sich ein paar Tipps von anderen Fahrern holt, kriegt man das Auto auch locker noch unter 4 Liter auch noch runter. Ja, danke an das Auto Stamisch, dass wir den Wagen hier so schnell testen dürfen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.